Ja, bevor wir zu so ein paar organisatorischen Rahmenbedingungen zum Workshop kommen, würde ich noch gerne eine Sache vorab klären. Ich war vor 2 Wochen schon mal da und finde das auch schön, wenn man für so einen Rahmen, für den Workshop-Rahmen auch die Förmlichkeit ein bisschen beiseite lässt. Wenn das für alle Beteiligten okay wäre, würden wir jetzt hier auf die Du-Ebene wechseln. Es sei denn, da hat jetzt irgendwer ganz große Bauchschmerzen mit, dann möge er es jetzt sagen. Ja. Okay. Herr Salomon, kein Problem. Nein, also dann sind wir beim Du bei diesem Workshop. Das finde ich für die Atmosphäre auch ganz schön. Wir hatten ja auch angekündigt, es soll eine lockere Atmosphäre werden. Da passt das auch ganz gut zu. Dann darf ich mich als Christopher vorstellen. Christopher Wattke, 28 Jahre alt, vom Netzwerk Talententwickler. Ich moderiere den Workshop hier heute. Ich bin aber auch nicht alleine da. Und bevor ich ein bisschen was zum Ablauf und zum Programm sage, was wir so vorhaben, möchte ich noch meine beiden Gäste vorstellen, denn über so ein Thema spricht man am besten mit Expertise und Unterstützung. Deswegen habe ich noch zwei Damen mitgebracht. Elisa Bader, ebenfalls vom Netzwerk Talententwickler, und Maren Urner, eine leibhaftige Social Entrepreneurin, die gerade mitten in der Gründungsphase ist und uns ganz viel Spannendes berichten kann. Und ja, ich würde aber vorschlagen, ihr stellt euch selbst ganz kurz vor. Okay, genau. Also mein Name ist Elisa Bader. Ich habe die vergangenen 5 Jahre, achso, Entschuldigung, ich muss das hier schön an meinen Revers halten. Ich habe die vergangenen 5 Jahre in Berlin gearbeitet, unter anderem für Ashoka und Social Impact. Wem diese Unternehmen noch jetzt erstmal Fremdwörter darstellen, die stelle ich nachher noch mal ganz kurz vor. Ich habe im Grunde genommen dort gearbeitet, wo an den Rahmenbedingungen für Sozialunternehmer geschraubt wurde, wo ganz konkret Gründungsunterstützung gemacht wurde für angehende Sozialunternehmer oder auch Beratungen zu Finanzierungsformen und Ähnlichem. Genau, das waren eigentlich so die vergangenen 5 Jahre und da heraus werde ich halt ein bisschen was heute auch erzählen. Dankeschön. Ja, ich bin Maren Urner. Ich bin eigentlich Neurowissenschaftlerin, also ich habe was völlig anderes gemacht. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch nachher ein bisschen nahelegen kann, dass Neurowissenschaften und Unternehmertum gar nicht so weit auseinander liegen. Ich komme nicht aus Berlin, auch wenn das im Internet so steht. Ich wohne jetzt im Moment in Münster. Die, die eben bei der Vorlesung waren, wissen auch, dass ich vorher in England gewohnt habe, da ziemlich viel gelernt habe und versuche jetzt ein bisschen progressiveres Denken, davor habe ich in den Niederlanden gewohnt, die sind noch progressiver, auch nach Deutschland zu bringen. Und ja, bin gespannt auf eure Rückmeldung. Sagst du noch ganz kurz, was du heute vorstellen wirst? Ja, ich werde das Unternehmen vorstellen, dass ich im Moment gründe, gemeinsam mit ganz tollen Menschen, die mir dabei helfen, beziehungsweise die zu den Mitgründern gehören. Das heißt Positive Daily. Ich habe nachher auch noch ein paar Flyer und ja, freue mich einfach auf euer Feedback dazu auch und bin gespannt, was ihr davon haltet. Es geht um journalistische Inhalte und um das Weitergeben von Lösungen, die meiner Meinung nach schon reichlich vorhanden sind und eigentlich nur kopiert werden müssen. Danke. So. Ja, dann möchte ich ganz kurz was zu dem zeitlichen Rahmen sagen. Also wir haben jetzt so fast pünktlich gestartet, kurz nach 20 Uhr. Der Rahmen ist angesetzt bis 21:30 Uhr. Unser Input-Teil ist so geplant bis 21 Uhr, 21:10 Uhr. Und dann haben wir ganz bewusst auch ähnlich wie eben nochmal einen Rahmen vorgesehen für das offene Gespräch. Also es wird auf jeden Fall Raum für Fragen geben und wir können auch noch ein bisschen ins Diskutieren kommen. Das auf jeden Fall am Ende. Im Zwischendurch, wenn jetzt Dinge auftauchen, wenn es ganz schlimme Verständnisschwierigkeiten gibt, dann dürft ihr natürlich gerne einhaken. Ansonsten würde ich die Fragen und Diskussionen gerne ans Ende stellen. Ja, was machen wir heute hier? Es soll um Social Entrepreneurship gehen. Wir haben eigentlich zwei große Ziele. Das eine ist, dass wir über den Begriff an sich und die Szene hier in Deutschland informieren und berichten wollen, dass ihr heute Abend alle ein bisschen schlauer aus dem Raum rausgeht und eine Ahnung habt, was es damit eigentlich auf sich hat. Der zweite Teil, der aber auch noch wichtig ist, wir wollen auch ein bisschen Handlungsorientierung heute wecken. Also wir haben auch noch einen zweiten Teil vorbereitet, der das Ganze umrahmt. Und damit stelle ich vielleicht auch schon mal kurz den Ablauf vor. Der Input-Teil, den wir haben, den vornehmlich Elisa und Maren übernehmen werden, ist umklammert auch von einem Reflexionsteil. Wir haben ein paar Fragen mitgebracht, die ihr euch stellen sollt. Wir werden euch mit euren Sitznachbarn auch ein bisschen ins Gespräch bringen. Und dass wir nicht nur erzählen, sondern ihr selbst auch ein bisschen eure Haltung mal reflektieren könnt und schauen könnt, was kann ich denn eigentlich so tun? Gut, nun ist natürlich so ein Tag auch recht lang gewesen. Ich freue mich auch erstmal, dass überhaupt so viele hier sind. Die Sonne ist immer ein starker Konkurrent für solche Veranstaltungen.
Und es war aber ein langer Tag, jetzt wart auch eben noch zur Vorlesung da. Und bevor wir den Workshop starten, müssen wir noch mal so ein bisschen lockern und Aktivität fördern. Und dafür habe ich zwei ganz kleine Spiele mitgebracht. Keine Angst, es muss jetzt hier niemand großen Namen tanzen. Aber wir wollen jetzt noch mal ein bisschen auflockern. Und das erste Spiel, was wir jetzt machen werden, ist, dass ich vier Aussagen vorlesen werde. Und ihr müsst für euch prüfen, trifft das auf euch zu oder trifft es nicht auf euch zu? Und auf diejenigen, auf die es zutrifft, die mögen dann bitte einmal aufstehen. Das testen wir jetzt auch einfach mal ganz schnell. Also aktivieren, bereit sein. Und wenn die folgende Aussage... Ja, die Stühle rutschen schon, die sind bereit, ich merke schon, super. Also, die erste Aussage ist, wessen Vorname fängt denn mit einem A an? Diejenigen mögen wir bitte aufstehen. Ja, super. Okay, danke, dürft euch wieder setzen. Prinzip verstanden, das funktioniert gut. Dann steigern wir uns jetzt langsam so ein bisschen von der Komplexität der Fragestellung. Wer ist denn heute mit dem Fahrrad hier angereist? Sportlich, sportlich. Okay, danke, das reicht. Okay, jetzt kommen wir so ein bisschen wirklich zu interessanteren Fragestellungen, damit wir auch das Publikum ein bisschen einschätzen können. Wer kommt denn nicht aus dem universitären Kontext? Also wer kommt irgendwo außerhalb von der Uni, hat damit eigentlich gar nichts zu tun? Was heißt das? Also wer ist nicht Lehrender oder Studierender an der Uni, der möge mal aufstehen. Wow, okay. Spannend, sehr bunt gemixt. Okay, vielen Dank. Und dann jetzt nochmal die Frage für diejenigen, die doch studieren. Aber wer studiert denn nichts, was mit Wirtschaft zu tun hat? Okay. Super. Danke. Okay, setzt euch einmal. Übung Nummer 1. Klasse, jetzt können wir schon auch das Plenum ein bisschen einschätzen. Also es ist sehr bunt gemixt. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Kommen wir kurz zum zweiten Teil. Jetzt geht es darum, dass ihr euch mit eurem Sitznachbarn kurz austauscht. Wer jetzt ganz alleine sitzt, müsste sich vielleicht umdrehen oder nochmal rüberrutschen. Und es geht um zwei Fragestellungen, die ich euch gleich an die Hand gebe. Jetzt sind wir natürlich eng getaktet, das sind auch Fragen, da kann man ganz lang und breit so diskutieren, aber ich würde euch einladen, das kurz und knapp zu fassen. Wenn ihr zu lange Zeit braucht, dann habe ich auch ein nerviges Geräusch dabei, um euch dann leider unterbrechen zu müssen. Also wenn ihr das hört, dann habt ihr zu lange diskutiert. Wir müssen ja dann auch noch ein bisschen weiterkommen. Also tauscht euch ganz kurz mit eurem Sitznachbarn zu den Fragestellungen aus. Die Fragen sind relevant, weil wir da auch später auch nochmal zum Teil dann drauf zurückkommen. Die könnt ihr so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und die erste Frage ist erstmal, erzählt euch mal gegenseitig, warum seid ihr eigentlich heute hier beim Workshop? Und wenn ihr es euch wünschen könntet, was würdet ihr aus dem Workshop dann gerne mit rausnehmen? Also eure Erwartungshaltung so ein bisschen. Tauscht euch mal mit eurem Nachbarn kurz dazu aus. Okay, vielen Dank. Erster kleiner Austausch. Also ich hoffe, es hat so ein bisschen Auflockerung gegeben, damit wir jetzt richtig einsteigen können in den Workshop. Wie gesagt, die Antworten nicht vergessen, die brauchen wir später auch nochmal. Dann wollen wir jetzt nochmal einsteigen. Ich habe ja auch nur ganz kurz eben was über mich erzählt und ich würde jetzt ganz kurz nochmal die Zeit nutzen wollen, um zu schauen, Talententwickler, das Netzwerk, was ist das eigentlich und wie bin ich heute hierher gekommen und warum bin ich eigentlich hier und warum ist mir dieser Workshop vielleicht auch wichtig? Eigentlich bin ich nämlich noch gar kein Sozialunternehmer, sondern eigentlich arbeite ich noch in der Finanzbranche als Personalreferent. Das ist jetzt irgendwie erstmal ganz weit weg. Ich habe jetzt so Ende letzten Jahres aber gemerkt, okay, ich habe jetzt von 2006 bis 2009 BWL-Studium in einer Bank gemacht und wurde dann übernommen und bin jetzt so seit 6 Jahren in der Personalabteilung tätig und habe gemerkt, das ist es nicht insgesamt, da fehlt mir noch irgendwie was. Denn wenn man nach draußen in die Welt schaut, man sieht Krise um Krise, Immobilienkrise, Finanzkrise, Staatskrise und es passiert ganz viel. Und ich habe das Gefühl gehabt, in der Position, wo ich aktuell bin, kann ich nicht genug bewegen, habe ich nicht genug Einfluss. Und eigentlich möchte ich mich gerne mit den drängenden Problemen auch beschäftigen, die wir einerseits in der Welt haben, aber die uns auch hier vor Ort in Hannover treffen. Also habe ich mich informiert, was kann man so machen und bin ganz schnell auf das Thema Social Entrepreneurship gestoßen, wo so meine soziale Ader mit dem BWL- und Business-Gedanken zusammengestoßen ist und da habe ich mich schnell hinter versammelt. Eine Einwandvorwegnahme, ich werde heute nicht sagen, dass Social Entrepreneurship der Königsweg und die einzige Lösung ist. Das hat meine Vorrednerin eigentlich schön angekündigt und das
passt da ganz gut zu. Das ist jetzt eine alternative Form des Wirtschaftens. Das ist die alternative Form des Wirtschaftens, die ich selbst gerne ausprobieren möchte. Und ich habe mich dann umgeschaut, was gibt es da alles? Und dann, wenn man recherchiert, dann stößt man auf Berlin, wo ihr 100 Startups finden könnt aus dem Bereich. Dann stößt man auf Hamburg, wo es ganz viele Stiftungen gibt und ganz viel Gelder. Dann guckt man nach München, da gibt es eine eigene Social Entrepreneurship Akademie, wo sich alle Universitäten zusammentun und man das studieren kann. Und dann guckt man nach Hannover. Gibt es nicht so viel. Da habe ich mich drüber geärgert erstmal. Ich habe gedacht, okay, das kann doch nicht sein. Da habe ich mich drüber geärgert und da wollte ich gerne Leute um mich versammeln und sagen, ich will jetzt nicht nach Berlin, ich will nicht nach Hamburg, ich will nicht nach München, ich möchte hier in Hannover was machen. Und und meine Vorrednerin hat das sehr schön, das Stichwort Netzwerke benutzt. Was kann man machen, um sich erstmal auf die Reise zu machen? Wie kann man dann loslegen? Und ich habe mir gedacht, ich möchte erstmal Leute um mich herum versammeln, die ein ähnliches Mindset haben, die auch an dem sozialen Sektor interessiert sind, die vielleicht schon viel machen, die vielleicht schon Projekte initiieren und eine Möglichkeit finden, wie ich mir erstmal einen Überblick verschaffen kann über die Akteure und die Projekte, die es schon so gibt. Und deswegen habe ich das Netzwerk der Talententwickler initiiert. Deswegen, ihr seht es auch in der Beschreibung, erstmal versammeln sich dort sozial engagierte Profis aus Hannover. Für mich war das erstmal ganz individuell, der Start zu gucken, wen gibt es denn eigentlich schon? Was ist jetzt die Vision? Das geht so ein bisschen in die Richtung, was will ich in Zukunft denn eigentlich machen? Und wir haben jetzt uns als Ziel gesetzt, als Vision gesetzt, wir wollen dafür sorgen, dass regelmäßig in Hannover soziale Innovationen herauskommen. Das heißt, dass Projekte initiiert werden, dass soziale Unternehmen gegründet werden, dass einfach auch der Nachwuchs, und ich schaue in die Gesichter und ich sehe hier sicherlich ganz viele Talente, die das in Zukunft bewerkstelligen könnten, ja, dass solche Projekte initiiert werden und dass Strukturen geschaffen werden, damit das gefördert werden kann. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich heute hier bin. Ich möchte jetzt erstmal im ersten Schritt über Social Entrepreneurship informieren, aber eigentlich möchte ich auch möglichst viele von euch mit auf diese Reise nehmen. Und deswegen habe ich mir noch ein paar Experten mitgebracht, die uns nähere Einblicke geben können. Und wir haben auch an einer anderen Stelle noch schon den zweiten Schritt vorbereitet, dass ihr heute hier seid. Das sehe ich erstmal als ersten Schritt. Ihr seid interessiert, ihr wollt was über das Thema erfahren, aber das reicht mir noch nicht. Ich werde später auf das Angebot noch eingehen. Es gibt noch einen weiteren kostenlosen Workshop. Da kommen wir aber dann später nochmal drauf zu. Das ist eigentlich der Grund, warum ich heute hier bin. Und damit werden wir jetzt auch weitergehen zum nächsten Punkt. Elisa wird jetzt übernehmen. Wir haben euch erstmal noch einen schönen Videoimpuls mitgebracht. Vorher würde ich aber ganz kurz doch nochmal bei dir die... Ah, okay. Ja, wir haben noch einen Punkt vergessen. Genau. Eine Frage, die noch ganz wichtig ist natürlich, wir hatten ja den Reflexionsgedanken aufgebracht. Stellt euch doch jetzt nochmal selbst ganz kurz die Frage und diskutiert das nochmal kurz mit eurem Partner aus. Schaut jetzt mal in die Welt und fragt euch, was ist das, was mich gerade stört? Welches soziale, politische, ökologische Problem ist das, was ich eigentlich so nicht mehr akzeptieren kann? Denkt da nochmal kurz drüber nach, was könnte es geben, was euch persönlich stört? Das ist auch nochmal ein wichtiger Gedanke, den wir nachher dann mitnehmen. Also tauscht euch nochmal kurz mit eurem Partner aus, schmeißt mal ein paar Ideen hin und her. Was ist das, was euch in der Welt momentan richtig auf den Keks geht, was so nicht zu akzeptieren ist? Okay. Natürlich ist das eine ganz heiße Fragestellung. Die können wir jetzt auch nicht in epischer Breite diskutieren. Wichtig ist, dass ihr jetzt ein, zwei Bilder oder Ideen im Kopf habt und die konserviert. Man sagt, das ist ein Problem, da kann ich nicht mit leben. Wunderbar. Ach ja, Entschuldigung. So, jetzt bin ich auch wieder verkabelt, ich mache das mal nebenher. Damit habt ihr eigentlich gerade schon einen ganz wichtigen Beweggrund der meisten Social Entrepreneure euch erschlossen, nämlich die Tatsache, dass es etwas gibt in der Welt, einen Missstand, der euch bewegt und von dem ihr sagt, das kann ich eigentlich so als solches nicht hinnehmen. Das ist der Beginn im Großen und Ganzen von Social Entrepreneurship als solchen. Bevor wir jetzt aber so richtig eintauchen und ich auch ein bisschen zu euch zeigen möchte, wie hat sich jetzt so die Landschaft in Deutschland gestaltet, welche Akteure gibt es da, was für Unterstützungsmöglichkeiten, vielleicht aber auch schon ein paar Beispiele, habe ich gedacht, okay, wir sind ja an der Uni, so seid ihr es auch gewohnt, wir gucken es auch ganz kurz noch mal ein bisschen wissenschaftlich an. Da ich jetzt aber nicht so ein Freund bin, das Ganze so trocken zu machen, habe ich euch einen TED-Talk mitgebracht, dass diejenigen unter euch, die da noch nicht so Erfahrungen mit haben, es ist
an sich ein recht elitärer Kreis an Redner, aber es sind grundsätzlich sehr auf den Punkt gebrachte Reden. Und eben einer von Michael Porter zum Thema, warum im Grunde genommen Business warum die Wirtschaft die richtigen Antworten auf soziale Probleme bereitstellt, warum sie das können. Michael Porter, für die Wirtschaftswissenschaftler unter euch, sollte bekannt sein, für alle anderen. Er unterrichtet in Harvard an der Harvard Business School. Er ist im Grunde genommen der, verzeichnet sich verantwortlich als der, wie sagt man, Erfinder ist jetzt sicherlich nicht das Wort, aber er hat es richtig beschrieben, das strategische Management. Er hat die Value Chain, also die Wertschöpfungskette in Betrieben, in Unternehmen bezeichnet und beschrieben. Also er ist eigentlich eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Und er ist nun eben auch ein sehr starker Vertreter dafür, zu sagen, wir brauchen eben halt diese wirtschaftlichen Strukturen, um gesellschaftliche Missstände zu lösen. Wir schauen uns jetzt einfach mal diesen Talk an und darauf basierend geht dann das Ganze noch einmal weiter. Das Schöne, wir haben deutsche Untertitel, es braucht sich also keiner schämen, falls ihm das Englische heute zu viel werden sollte. So. I think we're all aware that the world today is full of problems. We've been hearing them today and yesterday and every day for decades. Serious problems, big problems, pressing problems, poor nutrition, access to water, climate change, deforestation, lack of skills, insecurity, not enough food, not enough health care, pollution. There's problem after problem. And I think what really separates this time from any time I can remember in my brief time on Earth is the awareness of these problems. We're all very aware. Why are we having so much trouble dealing with these problems? That's the question I've been struggling with. Coming from my very different perspective, I'm not a social problem guy. I'm a guy that works with business, helps business make money. God forbid. So why are we having so much problem with these social problems? And really, is there any role for business? And if so, what is that role? I think that in order to address that question, we have to step back and think about how we've understood and pondered both the problems and the solutions to these great social challenges that we face. Now, I think many have seen business as the problem, or at least one of the problems in many of the social challenges we face. You know, think of the fast food industry, the drug industry, the banking industry. You know, this is a low point in the respect for business. Business is not seen as the solution. It's seen as the problem now for most people. And rightly so in many cases. There's a lot of bad actors out there that have done the wrong thing, that actually have made the problem worse. So this perspective is perhaps justified. How have we tended to see the solutions to these social problems, these many issues that we face in society? Well, we tend to see the solutions in terms of NGOs, in terms of government, in terms of philanthropy. Indeed, the kind of unique organizational entity of this age is this tremendous rise of NGOs and social organizations. This is a unique new organizational form that we've seen grown up. Enormous innovation, enormous energy, enormous talent now has been mobilized through this structure to try to deal with all of these challenges. And many of us here are deeply involved in that. You know, I'm a business school professor, but I've actually founded, I think now, 4 nonprofits. Whenever I got interested and became aware of a societal problem, that was what I did, form a nonprofit. That was the way we thought about how to deal with these issues. Even a business school professor has thought about it that way. But I think at this moment, we've been at this for quite a while. We've been aware of these problems for decades. We have decades of experience with our NGOs and with our government entities. And there's an awkward reality. The awkward reality is we're not making fast enough progress. We're not winning.
problems still seem very daunting and very intractable, and any solutions we're achieving are small solutions. We're making incremental progress. What's the fundamental problem we have in dealing with these social problems? If we cut all the complexity away, we have the problem of scale. We can't scale. We can make progress, we can show benefits, we can show results, we can make things better, we're helping, we're doing better, we're doing good. We can't scale. We can't make large-scale impact on these problems. Why is that? Because we don't have the resources. And that's really clear now. And that's clearer now than it's been for decades. There's simply not enough money to deal with any of these problems at scale using the current model. There's not enough tax revenue. There's not enough philanthropic donations to deal with these problems the way we're dealing with them now. We've got to confront that reality. And the scarcity of resources for dealing with these problems is only growing, certainly in the advanced world today, with all the fiscal problems we face. So if it's fundamentally a resource problem, you know, where are the resources in society? How are those resources really created? The resources we're going to need to deal with all these societal challenges. Well, there, I think the answer is very clear. They're in business. Why all wealth is actually created by business. Business creates wealth when it meets needs at a profit. That's how all wealth is created. It's meeting needs at a profit that leads to taxes, and that leads to incomes, and that leads to charitable donations. That's where all the resources come from. Only business can actually create resources. Other institutions can utilize them to do important work, but only business can create them. And business creates them when it's able to meet a need at a profit. The resources are overwhelmingly generated by business. The question then is, how do we tap into this? How do we tap into this? Business generates those resources when it makes a profit. That profit is that small difference between the price and the cost it takes to produce whatever solution business has created to whatever problem they're trying to solve. But that profit is the magic. Why? Because that profit allows whatever solution we've created to be infinitely scalable. Because if we can make a profit, we can do it for 10, 100, a million, 100 million, a billion. The solution becomes self-sustaining. That's what business does when it makes a profit. Now, what does this all have to do with social problems? Well, one line of thinking is, well, let's take this profit and redeploy it into social problems. Business should give more. Business should be more responsible. And that's been the path that we've been on in business. But again, this path that we've been on is not getting us where we need to go. Now, I started out as a strategy professor, and I'm still a strategy professor. I'm proud of that. But I've also, over the years, worked more and more on social issues. Worked on healthcare, the environment, economic development, reducing poverty. And as I worked more and more in the social field, I started seeing something that had a profound impact on me and my whole life, in a way. The conventional wisdom in economics
And the view in business has historically been that actually there's a trade-off between social performance and economic performance. The conventional wisdom has been that business actually makes a profit by causing a social problem. Classic example is pollution. If business pollutes, it makes more money than if it tried to reduce that pollution. Reducing pollution is expensive, therefore businesses don't want to do it. It's profitable to have an unsafe working environment. It's too expensive to have a safe working environment. Therefore, business makes more money if they don't have a safe working environment. That's been the conventional wisdom. A lot of companies have fallen into that conventional wisdom. They resisted environmental improvement. They resisted workplace improvement. That thinking has led to, I think, much of the behavior that we have come to criticize in business, that I come to criticize in business. But the more deeply I got into all these social issues, one after another, and actually the more I tried to address them myself personally in a few cases through nonprofits that I was involved with, the more I found actually that the reality is the opposite. Business does not profit from causing social problems. Actually, not in any fundamental sense. That's a very simplistic view. The deeper we get into these issues, the more we start to understand that actually business profits from solving social problems. That's where the real profit comes. Let's take pollution. We've learned today that actually reducing pollution and emissions is generating profit, saves money, makes the business more productive and efficient. It doesn't waste resources. Having a safer working environment actually and avoiding accidents, it makes the business more profitable because it's a sign of good processes. Accidents are expensive and costly. Issue by issue by issue, we start to learn that actually there's no trade-off between social progress and economic efficiency in any fundamental sense. Another issue is health. I mean, what we found is actually health of employees is something that business should treasure because that health allows those employees to be more productive and come to work and not be absent. The deeper work, the new thinking on the interface between business and social problems is actually showing that there's a fundamental, deep synergy, particularly if you're not thinking in the very short run. In the very short run, you can sometimes fool yourself into thinking that there's fundamentally opposing goals, but in the long run, ultimately, we're learning in field after field that this is simply not true. So how could we tap into the power of business to address the fundamental problems that we face? Imagine if we could do that. Because if we could do, we could scale. We could tap into this enormous resource pool and this organizational capacity. And guess what? That's happening now, finally. Partly because of people like you who've raised these issues now for year after year and decade after decade. We see organizations like Dow Chemical leading the revolution away from trans fat and saturated fat with innovative new products. This is an example of Jane Irrigation. This is a company that's brought drip irrigation technology to thousands and millions of farmers, reducing substantially the use of water. We see companies like the Brazilian forestry company, Fibriza, that's figured out how to avoid tearing down old growth forest and using eucalyptus and getting much more yield per hectare of pulp and making much more paper than you could make by cutting down those old trees. You see companies like Cisco that are training so far 4 million people in IT skills to actually, yes, be responsible, but help expand the opportunity to disseminate IT technology and grow the whole business. There's a fundamental opportunity for business today to impact and address these social problems, and this opportunity is the largest business opportunity we see in business. And the question is, how can we get business thinking
to adapt this issue of shared value. This is what I call shared value. Addressing a social issue with a business model. That's shared value. Shared value is capitalism, but it's a higher kind of capitalism. It's capitalism as it was ultimately meant to be, meeting important needs, not incrementally competing for trivial differences in product attributes and market share. Shared value is when we can create social value and economic value simultaneously. It's finding those opportunities that will unleash the greatest possibility we have to actually address these social problems because we can scale. We can address shared value at multiple levels. It's real. It's happening. But in order to get this solution working, we have to now change how business sees itself. And this is thankfully underway. Businesses got trapped into the conventional wisdom that they shouldn't worry about social problems, that this was sort of something on the side, that somebody else was doing it. We're now seeing companies embrace this idea. But we also have to recognize business is not going to do this as effectively as if we have NGOs and government working in partnership with business. The new NGOs that are really moving the needle are the ones that have found these partnerships, that have found these ways to collaborate. The governments that are making the most progress are the governments that have found ways to enable shared value in business, rather than see government as the only player that has to, you know, call the shots. And government has many ways in which it can impact the willingness and the ability of companies to compete in this way. I think if we can get business seeing itself differently, and if we can get others seeing business differently, we can change the world. I know it. I'm seeing it. I'm feeling it. Young people, I think, my Harvard Business School students are getting it. If we can break down this sort of divide, this unease, this tension, this sense that we're not fundamentally collaborating here in driving these social problems, we can break this down, we finally, I think, can have solutions. Thank you. Der Michael Porter spricht auf diesen TED Talks natürlich zu einem Kreis an Menschen, die natürlich alle, sage ich mal, auch aus einem Wirtschaftsfokus kommen. Ein paar der Punkte, die er ja nun jetzt auch aufgegriffen hat, magst du das Licht bitte nochmal anmachen, aufgegriffen hat, mögen sicherlich bei dem einen oder anderen vielleicht, sage ich mal, ein bisschen auch auf Kritik gestoßen sein. Das sind Punkte, die wir gerne im Anschluss auch nochmal diskutieren. Aber der Gedanke eben, dass sich Social Entrepreneurship so ein bisschen anschickt und tatsächlich sagt, mit wirtschaftlichen Handlungsweisen, mit auf unternehmerische Art und Weise gesellschaftliche Missstände anzusprechen und auch anders umzusetzen, verändert tatsächlich eben nicht nur das Wirken, wie Unternehmen sich selber verstehen, sondern vor allen Dingen auch gemeinnützige Organisationen an sich. Denn es sind Handlungsweisen, die also eben nicht nur ein Unternehmen als solches, die für uns jetzt GmbHs oder wie auch immer, Aktiengesellschaften oder andere in irgendeiner Form betreffen, sondern es geht eben genauso auch darum, dass wir sagen, diese Weisen, die wir dort an effektiver Arbeitsweise haben, die wollen wir eben halt auch in den gemeinnützigen Sektor hineinbringen. Für den gemeinnützigen Sektor bedeutet das, und das ist das, was jetzt tatsächlich passiert, auf der einen Seite, und das ist eine positive Entwicklung, das ist jetzt eine Wertung, die ich sehe, eine Öffnung einfach des Finanzierungsmixes. Die Finanzierungsmöglichkeiten, sie werden ganz andere. Der Porter hat es ja gesagt, es geht darum, wir müssen an diese Töpfe ran. Wir können nicht nur einfach nur Gelder geben in Form von Spenden, Zuwendungen. Wir sehen, es reicht nicht. Und das ist das, was jetzt mit Social Entrepreneurship als Antwort letzten Endes gegeben wird. Das heißt, wir wollen gucken, kann man nicht auch andere Geschäftsmodelle entwickeln, mit denen wir dann letzten Endes über die Möglichkeit von einer Quersubventionierung aus einem anderen Geschäftsfeld heraus die Leistungen bezahlen können, die wir eigentlich wollen. Wir haben ja häufig das Problem, dass die Zielgruppe, die wir eigentlich ansprechen wollen, vielleicht gar nicht bezahlen kann für die Leistung. Ja? Dass wir Bildung irgendwo hinbringen, wo Familien vielleicht gar nicht das Geld haben, für Unterricht zu bezahlen oder anderes. Das heißt, wir brauchen immer wieder geschickte Modelle, die es uns möglich machen, anderswoher auch in diese Gelder zu bekommen. Und das machen eben Social Entrepreneure auf sehr unterschiedliche und geschickte Weise.
ganz kurz nochmal, ich weiß, meine Zeit ist recht begrenzt, zu der Einordnung. Social Entrepreneurship ist als Begrifflichkeit, wird es immer gesagt, es ist relativ jung. Es ist gar nicht so jung. Die Frau Maurer hatte ein paar Beispiele genannt. Sie hatte die Genossenschaftsbewegung vorhin in den 20er Jahren angesprochen. Sie hatte auch die 80er angesprochen. Sie sehen jetzt alle natürlich wunderbar jung aus, aber so manch einer kann sich vielleicht irgendwie 80er Jahre noch an irgendwie ganz viele Vereine, Rettet den Regenwald und so auch und so weiter erinnern. Also es gab schon sehr viel Bewegung, die dort vorherrschende Organisationsform war vielleicht eher der Verein. Aber diese Formen gerade, was ich meinte in den 20er Jahren mit den Genossenschaftsteilen, sind alles schon sozialunternehmerische Handlungsweisen. Raiffeisen wäre da zu nennen, als deutsches Beispiel. Als Begründerin, auch so als Sozialunternehmerin, wird auch gerne als Beispiel angeführt die Florence Nightingale. Florence Nightingale war quasi die erste Krankenschwester. Das gab es vorher gar nicht. Jemanden, der dort assistierte mit medizinischem Fachwissen im Hintergrund. Also das immer mal so ein bisschen relativieren. Ne? Wir brauchen für Dinge immer gerne irgendwann mal dieses neue Label. Das, was ich aber trotzdem mitnehmen möchte, ist einfach, wir haben einen Aufbruch, der sich vollzieht und der vor allen Dingen für uns hier in Deutschland auch den ganzen kompletten klassischen Sektor der Wohlfahrtsverbände doch durchrüttelt und in Aufruhr bringt. Es gibt andere Formen. Ein wesentlicher Punkt noch einmal, auch aus der Praxis jetzt mitgenommen, das heißt keine Definition, die Sie jetzt so im Lehrbuch als solches finden, sind nochmal drei Eckpfeiler, die sozialunternehmerische oder Sozialunternehmen ausmachen. Entschuldigung, andere Richtung. Das heißt einmal Scale, das hatte der Porter auch gesagt, die Skalierbarkeit. Bei allen Unternehmungen, die dort getätigt werden, stellt man immer die Frage, habe ich die Möglichkeit, das, was ich tue, auszuweiten, zu übertragen, großflächig anzudenken. Wir wollen nicht nur die kleine Lösung, sondern wir wollen gucken, kann diese Idee, die ich habe, genauso jetzt vielleicht, wie ich sie hier anwende, auch übertragen werden und in Kolumbien eine ähnliche Problematik lösen. Ist vielleicht die Strategie, die ich hier fahre, etwas, die ich weitergeben kann. So ist grundsätzlich, sollte ein Sozialunternehmen mit aufgebaut werden. Ein weiterer Kern ist der Kernpunkt für Social Entrepreneurship, ist der Begriff der Innovation. Ich möchte das Ganze ein bisschen relativieren. Bei Innovation schwingt immer mit, es muss neu sein, es muss so technologisch gedacht immer noch mal besser einen draufsetzen. Nein, ich finde es ganz wichtig, dass man hier einfach mitnimmt. Social Entrepreneurship bedeutet einfach mal auch einen Perspektivwechsel vielleicht vorzunehmen und auch mal einfach thinking out of the box. Das heißt, auch Altbewährtes im neuen Licht kann manchmal ganz gut sein. Seien Sie also kreativ bei sowas. Kleines Beispiel, belgische NGO, Apropo heißen die, bilden Ratten aus, die Landminen erschnüffeln. Die sind als solches viel effektiver, kostengünstiger und vor allen Dingen schneller, als wenn es ein Experte macht, der wirklich mit einem Detektor dort unterwegs ist. Und diese Ratten, das ist das Spannende, sind jetzt so gut, die werden auf einem anderen Feld eingesetzt. Das heißt, diese Ratten, die können Tuberkulose erschnüffeln. Die sind jetzt also tatsächlich eine Kontrollinstanz in TBC-Programmen. Also auch so etwas ist sozialunternehmerisches Denken. Ein dritter Punkt ist der Impact. Das heißt, welche Wirkung erzielen wir? Social Enterprises oder Sozialunternehmen haben sich also auch im Grunde genommen daran zu messen, dass sie kontinuierlich auch ihre Aktivitäten immer wieder messen. Entschuldigung, ich wandere für die Kamera ein bisschen zu viel. Ne? Sie sollen ja auch mal ein bisschen arbeiten jetzt hier. So. Genau, die Wirkungsmessung ist ganz wichtig, weil da ist immer die Problematik, die haben ja alle gemeinnützigen Organisationen. Wie bemessen wir denn eigentlich den Wert von solchen gesellschaftlichen Aktivitäten? Können wir da irgendwie einen Euro dran schreiben? Also ich meine, wir können sagen, aus dem Gesundheitswesen kennt man es, dass man weiß, jemand, der vielleicht irgendwie nicht anfängt zu rauchen, kostet am Ende das Gesundheitssystem weniger. Und genau solche Sachen spielen halt hier mit rein. Es gibt einmal den SROI, das ist der, bitte? Genau, nein, nicht der Social Reporting Standard, das ist ein Ding und der SROI ist der Social Return on Investment, Entschuldigung. Genau, das heißt, da gucken wir auch nach einer Form der Rendite, was im Grunde genommen kommt an Sozialrendite wieder zurück. Also auch hier gibt es im Bereich des Social Entrepreneurship den Versuch, eben diese gesellschaftlichen Aktivitäten messbar zu machen und sie halt wirklich darstellbar zu machen, ganz wesentlich. Damit haben wir das Feld eigentlich schon mal so gesteckt.
was Sie im Hinterkopf behalten sollten, wenn Sie jetzt sich eben, sage ich mal, auch so ein bisschen ja, trockener diesem Thema nähern. Ich habe Ihnen aber jetzt noch mal ein paar Beispiele mitgebracht von Sozialunternehmern hier in Deutschland, die ich auch mit begleitet hatte halt in den vergangenen Jahren. Der Mann, den Sie hier jetzt sehen, ich kriege das mit dem Siezen und Duzen immer nicht so gut hin, das ist jetzt nur für diejenigen, die sich gemeldet haben. Der Mann, den Sie hier sehen, ist Daniel Kerber. Er hat More Than Shelters gegründet, er ist Architekt. Was er erstmal macht, ist im Prinzip jetzt nicht viel Neues. Sie machen Architektur- und Designkonzepte, das machen Architektenbüros so. Das Besondere ist jetzt, sie machen das ausschließlich für humanitäre Zwecke. Das heißt, was hier unten oder was Sie noch sehen, hier unten rechts im Bild, ist das Domo, was Sie entwickelt haben. Das ist ein modulares System für Flüchtlingsunterkünfte, was darauf ausgelegt ist, auch ein dauerhaftes Zuhause sein zu können. Denn, und das ist jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie heute sonst nichts mitnehmen, möchte ich Sie bitten, sich diesen Fakt auch mal zu merken. Die Menschen, die durch Unruhen, Krisen, Krieg, was auch immer, dazu gezwungen sind, ihr Heim zu verlassen und in solchen Flüchtlingsheimen zum Beispiel zu leben, die genauso auch zum Teil landen in Unterkünften, wo sie warten, ob ihre Asylgesuche angenommen werden oder ähnliches. Die Verweildauer dieser Menschen vor Ort beträgt 10 Jahre. 10 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit, wo man eigentlich denken kann, lebenswerte Umstände sollten doch da irgendwie mitspielen. Das ist sein persönlicher Antrieb. Oben im Bild ist Zaatari zu sehen, das ist ein Flüchtlingslager in Jordanien, wo um die 85.000 syrische Menschen untergebracht sind. Wahrscheinlich sind die Zahlen jetzt sogar noch höher. Und der Domo soll eben eingesetzt werden, auch dort halt dafür zu sorgen, dass man halt einfach auch ein bisschen bessere Unterbringungsmöglichkeiten hat. Wie finanziert sich sowas jetzt? Die Finanzierung der Serienproduktion ist über Crowdfunding gelaufen. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, für den man Crowdfunding noch mal kurz einordnen sollte? Gut. Dann belassen wir es dabei. Genau, es ist über Crowdfunding angelaufen. Außerdem wird der Domo zudem aber auch vertrieben an Festivals, also an Festivalbetreiber. Das heißt, man versucht auch da wieder mit dem Verkauf einfach quer zu subventionieren und eben den Einsatz des Domos für humanitäre Zwecke eben zu gestalten. Ein Beispiel. Ein anderes Beispiel. Original unverpackt. Vielleicht sind die ein oder anderen in den Medien schon darüber gestoßen. Das sind Sarah Wolf und Milena Glimbowski. Die haben sich diesen ganzen Verpackungsmüll im Grunde zu Herzen genommen. Denn so sehr wir uns vielleicht auch danach sehnen oder es auch versuchen wollen, ökologischer zu leben, ist es doch häufig so, wenn wir in den Supermarkt gehen, wir können gar nicht anders, wir sind gezwungen, diese ganzen Verpackungen mitzukaufen. Ich kann irgendwie nicht sagen, ich kann nicht die Packung aufreißen und irgendwie pack den Kram in meine Tüte. Also war die Idee, und sie ist an sich jetzt nicht originär, denn das gibt es tatsächlich auch in den USA zum Beispiel schon. In England ist es auch mal umgesetzt worden, aber der Gedanke war, uns fehlt das in Deutschland. Wir wollen einen Supermarkt ohne Verpackungsmaterial. Zero Waste. Und das haben sie gemacht. Wie haben sie es jetzt finanziert? Die haben auch Crowdfunding gemacht. Die haben innerhalb von 24 Stunden 20.000 Euro eingesammelt. Also auch da ist Interesse da, so etwas zu machen. Und was sie jetzt weiter tun, sie betreiben das Ganze als Franchise-System. Also sie nehmen auch da aus der Wirtschaft eben diesen Gedanken heraus mit und bieten eben anderen ihr Wissen, was sie haben, auch eben an, diese Idee weiterzutragen. Noch ein drittes Beispiel, um so ein bisschen die Möglichkeiten deutlich zu machen. Das ist jetzt Maxi Mathiesen. Jetzt hoffe ich, es werden gleich nicht alle rot, wenn ich weiter erzähle. Maxi hat ein ganz interessantes, oder hat jetzt nicht das Produkt an sich neu erfunden. Das, was man dort sieht, ist eine sogenannte Menstruationstasse. Das heißt, sie ist eine Alternative zum klassischen Tampon, ist aus Silikon. Das Ganze lässt sich im Grunde genommen also über einen langen Zeitraum wieder benutzen. Es ist hygienisch, es lässt sich einfach auskochen. Warum ist das jetzt irgendwie wichtig und vor allen Dingen an welchen Orten ist das relevant? Maxi hat in Kenia ihr Auslandsjahr gemacht im Rahmen ihres Studiums und hat dort festgestellt, in der Arbeit halt an verschiedenen Schulen, dass die Mädchen halt einmal im Monat der Schule fernbleiben. Das liegt zum einen daran, weil es die hygienischen Artikel im Grunde genommen nicht zur Verfügung standen oder auch manchmal Gelder nicht da waren. Und bevor man sich halt der Scham aussetzt, irgendwie in eine Situation zu kommen, die unangenehm ist, bleiben sie zu Hause. Das heißt, sie bleiben sehr oft zu Hause und gehen nicht zur Schule. Und das ist ein großer Nachteil.
Die Lösung ist eben halt hier diese Tasse, der Rubik-Cup. Aber der Gedanke ist jetzt, man könnte denen das ja einfach auch geben, aber wie finanzieren wir jetzt diese ganze Geschichte, ist gleichzeitig wächst in Europa ja die Bereitschaft zu gucken, wie können wir uns auch ökologischer, nachhaltiger im Grunde genommen auch in unseren Lebensumständen darstellen, wie können wir nachhaltiger leben. Und es stößt auch auf Interesse. Das heißt, die Käuferschicht für diesen Rubik-Cup ist genauso hier. Und sie arbeitet jetzt ganz einfach nach dem Buy-One-Give-One-Prinzip. Das heißt, mit jedem Gekauften wird einer für ein Mädchen dort vor Ort mitfinanziert. Und mittlerweile kann man halt in allen großen Drogerieketten, also Bio-Drogerieketten, muss man dazu sagen, eben auch solch einen Rubik-Cup kaufen. Und das ist halt so auch ein sozialunternehmerischer Weg, um Veränderungsprozesse anzustoßen. Drei kleine Beispiele soweit. Zurück in die Förderlandschaft. Ich wollte ganz gerne, das hatte ich ja gesagt, Ihnen einen kurzen Überblick einfach mal geben, wer denn an Organisationen hier so fördert. Ich hatte gesagt, die Förderlandschaft für gemeinnützige Organisationen ändern sich insofern, als dass ihnen andere Möglichkeiten des Finanzierungsmixes zur Verfügung stehen. Und auf der anderen Seite, auch die Förderlandschaft hat sich verändert. Das heißt, hier wird plötzlich nicht mehr nur projektbezogen gefördert, sondern es werden auch Organisationen gefördert. Langfristigkeit, der Porter hat das gesagt. Wir wollen on the long run gehen. Wir wollen nicht mehr nur diese kurzfristigen Lösungen, sondern wir wollen eben gucken, wie können wir wirklich auf lange Sicht etwas nachhaltig machen. Und der Sozialunternehmer soll ja eigentlich, so ist es gedacht, sich selber irgendwann überflüssig machen. Das wäre das Wichtigste, dass er eigentlich sagen könnte, man braucht mich nicht mehr. Problem ist gelöst, ich ziehe weiter. Damit kommen wir direkt rein, Social Business in Deutschland, Akteure. Das sind eine ganze Menge. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen ranhalten, zeitlich. Ich habe den Anfang vergessen, Entschuldigung, ich mache es mal ganz kurz. Ashoka benenne ich, weil die sind wichtig und da wollen wir euch ja dann auch zu einem Workshop gerne nochmal einladen. Ist so mit die, eine der weltweit größten und führenden Organisationen, die findet und unterstützt Social Entrepreneure. Man kann sich dort nicht bewerben, brauchen Sie nicht versuchen, jedenfalls nicht bei Ashoka, der großen Organisation, man wird gefunden. Der Mann, der jetzt oben rechts im Bild ist, hat nicht Ashoka gegründet, ganz wichtig. Aber der Mann, der oben rechts im Bild zu sehen ist, ist ein solcher Ashoka Fellow, und zwar einer aus Hannover. Das ist Ramazan Salman. Er hat gemeinsam mit Dr. Jürgen Kollatz das Ethnomedizinische Zentrum gegründet. Und die Grundbasis, auf der sie agieren, ist ein Mediatorensystem aufzubauen in der Gesundheitsvorsorge für Migranten. Das ist das Wichtige. Das heißt, mit gut ausgebildeten Migranten werden werden gewichtige gesundheitliche Themen eben angesprochen, und die wiederum gehen halt dann auch zu anderen und bringen wie so eine Form von Schneeballsystem halt dieses Wissen halt mit. Und damit schafft man es halt von 1800 ausgebildeten Mediatoren 60.000 weitere Kontakte zu schaffen. Und wenn man jetzt nochmal weiter guckt, dann sind diese 60.000 Kontakte plötzlich 450.000 Kontakte, weil die ja nochmal ihre Familien ansprechen, ihre Freunde. Und so kann man auch wieder eine ganze Menge verändern. Aber wie Sie sehen, Hannover gibt schon Ashoka Fellow, vielleicht kriegen wir ja sogar noch ein paar mehr raus. So, ich fliege mal hier so ein bisschen weiter durch. Social Impact ist die Firma, bei der ich gearbeitet habe. Lohnt sich also auch reinzugucken, denn es gibt eine ganze Vielzahl an Programmen zum Thema Finanzierung für angehende Startups. Es gibt physische Orte wie die Social Impact Labs, wo man also gemeinsam auch arbeiten kann, netzwerken kann und ähnliches. Alle weiteren erstmal nur im Kleinen. Die Infos, die ich jetzt anreiße, würde ich ganz gerne Ihnen im Anschluss zur Verfügung stellen, denn es ist unsinnig, mit Ihnen jetzt quasi ein Telefonregister durchzugehen. Ich will einfach nur so einen Überblick geben. Aber es gibt von The Changer zum Beispiel und von der KfW-Stiftung ganz tolle Überblicke, die halt auch nochmal das, was ich gerade gesagt habe, verschriftlicht nochmal wiedergeben. Das heißt, wer Interesse hat, dem würden wir einfach in der Form von Mailingliste halt über die Talententwickler diese Informationen halt nochmal zukommen lassen, dass man halt einfach nochmal ein bisschen sehen kann, was passiert hier. Stiftungen sind interessant. Der Punkt, den ich aber noch nicht auslasse, sind Venture-Kapitalgeber. Denn auch das ist passiert. Es gibt also mittlerweile Venture-Kapitalgeber, die finanzieren Social Businesses. Und das Bonn Venture zu nennen, die eigentlich die erste Beteiligungsgesellschaft in Deutschland war, die eben so etwas gemacht haben. Und das basiert wieder auf der Grundphilosophie, dass man
im Kontext von Venture Philanthropy arbeitet, nicht gewinnorientiert, nicht auf persönlichen Gewinn zielend, sondern auf Mehrwert. Wer selber starten will, findet also eine ganze Vielzahl an Stipendienprogrammen, Startup-Inkubatoren, Coworking. Es gibt Förderideenwettbewerbe, eine ganze Menge. Es gibt Networking-Konferenzen, da gibt es zum Beispiel auch die Talententwickler, die jetzt eben versuchen, in Hannover genau das eben auch anzustoßen. Und vor allen Dingen, das ist die Überleitung zu dir, bringen wir eben auch Organisationen wie Ashoka oder mit Ashoka Pep im Kleinen wieder hierher. Damit schließe ich erstmal. Vielen Dank und weiter mit dir. Achso. Genau, also wir haben jetzt einen Einblick bekommen durch das Video, den TED-Talk von Michael Porter, ein kleiner Abriss durch die Landschaft. Und jetzt, hier hatten wir noch ein, zwei Folien übrig, kommen wir nochmal weiter. Ich hatte eingangs schon mal gesagt, dass die Veranstaltung heute ein Auftakt ist. Und ihr habt euch jetzt hierfür interessiert und wir wollen euch aber gleich das Folgeangebot machen. Wer jetzt sagt, okay, Social Entrepreneurship, das klingt spannend, ich will aber noch mehr erfahren, ich will noch einen Schritt weiter gehen. Und das ist jetzt genau das, was wir mit dem Talententwickler-Netzwerk machen wollen, solche Organisationen auch hier nach Hannover holen. Ashoka Pep ist ein Ableger von Ashoka und die machen Stipendienprogramme für junge, engagierte Menschen bis 27 Jahre. Da kann man sich bewerben und dann wird man ein Jahr lang mit der Lebensunterhalt finanziert, damit man so eine Projektidee, die man hat, aufbauen kann zu einem Social Business. Und der Dennis von Ashoka Pep, den habe ich angeschrieben, da habe ich gesagt, hey, pass auf, wir machen hier in Hannover eine Auftaktveranstaltung und da gibt es bestimmt viele junge, interessierte Menschen. Wollt ihr nicht mal nach Hannover kommen und vorstellen, was ihr so macht und uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Und das passiert am 8. Juli. Wir geben am Ende auch Anmeldelisten rum. Ihr könnt euch heute gleich dafür eintragen. Keine Angst, das Ganze kostet nichts. Und Zielgruppe haben wir erstmal gesagt, Ashoka Pep. Bewerben können sich diejenigen bis 27 Jahre, aber alle, die jetzt hier sind, sind trotzdem auch eingeladen, denn es geht nicht nur um diese Bewerbung für das Stipendium, sondern nochmal tiefgehendere Informationen zu Social Entrepreneurship. Also alle, die heute hier sind, sind auch ganz herzlich dann dazu eingeladen. Das Ganze werden wir machen. Wir haben auch ein Coworking Space hier in Hannover. Ich weiß nicht, ob Sie alle schon das kennen. Das ist der Edelstall am Schwarzen Bären. Da haben wir auch den Hendrik von Edelstall Futur, der das Bildungsprogramm von dem Coworking Space gestaltet. Der ist auch heute hier. Mit dem kann man nachher auch nochmal sprechen. Und der Edelstall stellt uns seinen Coworking Space zur Verfügung, damit wir auch eine coole Event-Location haben. Und ich glaube, das wird eine super Sache. Also wir haben hier heute einen Auftakt. Deswegen das, was ich eingangs gesagt habe, ich will noch ein paar Leute mitreißen in diesen Sektor. Das ist die Steilvorlage. Und wer jetzt sagt, ja, ich bin interessiert, ich will noch einen zweiten Schritt machen, dann meldet euch dafür an, das werden wir am Ende rumgehen. Da könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, mit eurer E-Mail-Adresse eintragen. Da gibt es auch nochmal weiterführende Informationen zu dem Workshop und vor allen Dingen dann auch alle Informationen, wie es Elisa gesagt hat, Links mit den ganzen Sachen, was gibt es für Fördermöglichkeiten. Würden wir auch nochmal ein kleines Päckchen schnüren und das rumschicken. Das ist die eine Variante. Wir werden aber auch an den Arbeitskreis Plurale Ökonomik für diejenigen, die jetzt hier in der Uni verbandelt sind, auch nochmal ein Päckchen schnüren, dass das im Nachgang nochmal bei StudIP oder Ähnliches eingestellt werden kann, dass man alles auch nochmal nachlesen kann. Das schon mal als kleine Ankündigung. Ich komme da nochmal gleich drauf zurück. Wir sind jetzt so ein bisschen außerhalb des Zeitrahmens. Wir werden das jetzt wieder auffüllen, glaube ich. Wir kommen jetzt noch zu Positive Daily, dem echten Beispiel und mal Alltagsbericht eines Social Entrepreneurs. Und im Nachgang schließen wir die Klammer mit dem Reflexionsbogen, um eure Ausgangsfragen, mit denen ihr euch beschäftigt habt, nochmal aufzugreifen und dann folgen am Ende noch kurz alle Veranstaltungstipps nochmal, was jetzt noch so kommt. Aber an dieser Stelle würde ich dann erst nochmal an Maren weitergeben, damit wir jetzt nochmal den Praxiseinblick bekommen. Danke. Okay, ich hoffe, ihr seid noch alle einigermaßen wach. Ja. Ich sehe noch ein bisschen Lächeln, von daher habe ich Hoffnung. Ja, ich will euch ganz kurz Positive Daily vorstellen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin eigentlich Neurowissenschaftler. Ich habe in London promoviert, mich ganz viel damit beschäftigt, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Dinge wahrnehmen, warum das so unterschiedlich ist, warum wir die Welt alle irgendwie anders sehen und wie Gewohnheiten kreiert werden und wie Verständnis eigentlich in unsere Köpfe kommt und bei manchen das ein bisschen länger dauert oder man das Gefühl hat, dass das länger dauert, wenn man was versucht zu erklären.
Und auf dem Weg nach Hause, nach dem Lab, im Lab arbeitet man ziemlich lang, dann ist es auch dunkel, noch dunkler als jetzt. Dann sieht man halt wieder so die reale Welt und die Probleme, die alle da sind. Dann denkt man sich irgendwie, ja, das ist alles gut und schön in dem Lab und ich arbeite da auch ganz viel, an ganz vielen wichtigen Fragen. Aber es gibt so viele Probleme, so ein bisschen, was Christopher auch vorhin gesagt hat, die irgendwie gelöst werden müssen. Was kann man denn als Wissenschaftler dazu beitragen? Und ich habe dann noch ein paar Verbündete gefunden, auch alles Naturwissenschaftler, die sich ähnliche Fragen gestellt haben. Und wir haben gesagt, ja, versuchen wir das jetzt mal einfach von einem bisschen anderen Winkel aufzukrempeln. Und das versuche ich euch einfach mal vorzustellen. Der Slogan ist Positive Daily, weil es Lösungen gibt. Warum? Warum machen wir das oder warum probieren wir das umzusetzen, was wir im Moment planen und auf die Beine stellen wollen? Weil die Erde auch ohne uns weiterlebt. Das mag jetzt irgendwie flapsig, zynisch, wie auch immer klingen, es ist aber tatsächlich so. Also ich finde Umweltschutz gut und wichtig und ich glaube auch, dass es viele tolle Gruppen gibt, die sich dafür einsetzen. Letztendlich geht es aber nicht darum, die Umwelt zu schützen, sondern das Überleben der Menschen zu schützen. Und das kreiert manchmal so ein bisschen so ein komisches Gefühl im Bauch und das ist auch okay, glaube ich, aber man muss diesen Satz auch öfter mal wieder sagen, um einfach die Dringlichkeit hervorzuheben, finde ich. Das ist hier ein bisschen verrutscht, aber ich hoffe, man kann trotzdem alles ganz gut lesen. Und drei Beispiele, die einfach ganz dringlich zeigen, dass wir wirklich so kurz vorm Abgrund stehen, ist zum Beispiel eben, dass es immer mehr Menschen geben wird und die alle irgendwie versorgt werden müssen. Also zumindest, wenn man einen sozialen Gedanken dahinter sieht, dass jeder ein Recht hat zu leben und ein gutes Leben zu führen. Die zweite Sache ist, dass das ist eine Repräsentation der Klimaforscher. Und damit meine ich jetzt nicht Leute, die sich selber als Klimaforscher deklarieren, sondern Menschen, die wirklich seit Jahren in diesem Beruf arbeiten, die am IPCC-Bericht arbeiten. Das ist die größte internationale Organisation an Wissenschaftlern, die es gibt. Und die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Ich hoffe, dass da jeder schon mal von gehört hat. Ansonsten kann ich da auch gleich noch Fragen zu beantworten im Nachgang. Aber das ist halt eine Darstellung, wie sie eigentlich in den Medien stattfinden sollte. 97% dieser Klimawissenschaftler sagen, der Klimawandel ist menschgemacht. Nicht nur, aber zu einem signifikanten und wichtigen Teil. Und nur 3%, und wahrscheinlich sind es mittlerweile noch weniger, sagen, ja, nee, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und in den Medien wird es halt häufig eben anders dargestellt. Da gibt es dann A und B und der eine sagt ja und der andere sagt nein und man geht nach Hause und denkt, ach, das ist alles gar nicht so wichtig. Und das ist schon mal so ein bisschen als Vorbereitung, warum wir uns eben auf ein Medienprojekt konzentrieren. Dritte Sache, die ich kurz erwähnen möchte, wurde auch schon ein bisschen angesprochen, Ungleichheit, wachsende Ungleichheit. Oxfam gibt einmal im Jahr immer einen ganz schönen Bericht, schön im Sinne von hilfreich, aber meistens traurig, Bericht raus, wie es mit der Ungleichheit aussieht weltweit. Dieses Jahr ist das Ganze so weit gekommen, also das sind dann die Zahlen von 2014, dieses Jahr veröffentlicht, dass eben tatsächlich die 80 reichsten Menschen laut der Forbes-Liste genauso viel haben wie 50% der Weltbevölkerung. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Problematiken, die kennt ihr bestimmt auch alle zum Teil und man liest sie dann halt auch jeden Tag und denkt dann, oh mein Gott, was soll ich denn damit machen? Ich muss doch mein Leben noch und meinen Job und mein Studium und Familie oder was weiß ich. Und viele Menschen wenden sich dann komplett von den Medien ab oder konsumieren halt bestimmte Kanäle nur noch und haben dadurch halt dann eine sehr einseitige Berichterstattung und fühlen sich dann entweder machtlos oder im schlimmsten Fall zynisch. Zynismus ist gut und wichtig, dass wir den ab und zu haben, weil ich glaube, das hält einen auch am Leben. Aber wenn das die Lebenseinstellung letztendlich ist, dann haben wir ein Problem, weil dann macht einem niemand mehr was. Und das Gute und Schöne ist, es gibt auch Lösungen. Und das sind dann nicht Lösungen wie, oder gute Nachrichten wie, Katze wurde vom Baum gerettet. Das gibt es auch. Es gibt auch Webportale, die heißen irgendwie gute Nachrichten so und so. Und das ist auch schön, da fühlt man sich danach auch ganz warm und fluffig. Aber das ändert halt letztendlich auch nicht so viel. Bei lösungsorientiertem Journalismus oder konstruktivem Journalismus geht es eher darum, die Probleme zu nennen und auch klar zu nennen, wissenschaftlich strukturiert zu nennen. Und fundiert, aber dann eben auch zu sagen, es gibt Lösungen in allen Bereichen. Und dann kann man ein bisschen an die klassische Nachhaltigkeit, 3 Säulen, Ökonomie, Ökologie, Soziologie oder soziale Sachen denken. Man kann das aber auch konkrete Lebensfragen beziehen. Da braucht man auch kein Wissenschaftler oder sonst was für sein, sondern sich einfach die Frage stellen, wie möchte ich morgen oder auch gleich, also morgen wirklich im Sinne von naher Zukunft, leben und was brauchen wir eigentlich dafür? Und
da gibt es sehr, sehr tolle Ansätze. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Fokus auf Wirtschaft nehmen, Kreislaufwirtschaft ist ein tolles Modell dafür. Fairer Handel ist ein wichtiger, wichtiger Baustein. Finanzielle Investitionen, auch das spielt eine große Rolle. Wo werden Subventionen gezahlt? Eben wurde so ein bisschen angesprochen, auch beim Porter-Vortrag. Ja, das ist dann für die Gewinnmaximierung und dann ist die Frage, sind externe Kosten, spielen die da jetzt noch mit rein oder nicht? Was sind überhaupt Externalitäten und gibt es sowas überhaupt oder ist es einfach nur eine Definition, dass man sagt, gut, bis dahin gucken wir und weiter nicht? Ist das nicht alles eigentlich eine Internalität, weil das entsprechende Unternehmen dafür gesorgt hat, dass die Umwelt oder die Menschen so und so danach aussehen? Ja, das sind einfach ein paar Beispiele, die man dann eben über konkrete Beispiele, wie sie ja auch eben schon an drei Beispielen genannt wurden, eben umsetzen kann. Jetzt ganz konkret ein bisschen zu dem Projektunternehmen, was wir gerade gründen, Positive Daily. Es gibt ein Update pro Tag, auch das hat einen psychologisch-neurowissenschaftlichen Hintergrund. Man soll sich nicht überfordert fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man online jetzt die Zeitung liest und man liest und dann kommt irgendwie auf einmal so ein Pop-up und sagt, die Seite wurde aktualisiert, wollen Sie sie neu laden? Und man hat eigentlich das Gefühl, also mir persönlich geht das auch so, weil ich natürlich versuche, möglichst viele Themen auf dem Schirm zu haben. Man könnte 24 Stunden lesen und eigentlich ist man trotzdem immer noch nicht informiert und kann nicht bei allen Sachen mitreden. Und wir glauben halt, dass es viel, viel wichtiger ist, Dinge zu verstehen und nicht nur diese ganzen vielen Punkte zu haben, die dann sich irgendwie Informationen nennen, sondern dass man halt auch weiß, wie man diese Punkte miteinander verbinden kann und dann ist es auf einmal Wissen und keine Informationen mehr. Und dafür glauben wir, dass es wichtig ist, lange oder etwas längere Artikel zu schreiben, die sich intensiv mit einem Thema beschäftigen. Da gibt es auch ganz, ganz viele Studien zu, die genau das belegen, dass eben so Verständnis und Wissen im Gegensatz zu Informationen kreiert wird. Und das sind so drei Schlagwörter, die wir uns auf die Fahnen schreiben. Das ist einmal positiv, wie gesagt, nicht im Sinne von gute Nachrichten, Katze wurde vom Baum gerettet, das ist auch alles schön, aber darum geht es nicht. Und auch da gibt es viele Studien, die mittlerweile zeigen, dass positive Nachrichten, beziehungsweise das geht einher mit dem zweiten Begriff lösungsorientiert, häufiger weitergeleitet werden. Und das kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, wenn man in sich geht und denkt, ja, was leite ich denn meinen Freunden, Bekannten, wem auch immer weiter? Ich will ja nicht als der Unglücksbringer dastehen, sondern ich möchte eigentlich als der dastehen, der auch irgendwie was Nettes oder beziehungsweise was Positives weiterbringt und da eben einen exklusiven Vorteil hat, weil man das zuerst gelesen hat, zuerst davon gehört hat und so weiter. Darüber hinaus regen lösungsorientierte Texte aber auch zu mehr Handlungsbereitschaft an. Also wenn ich ein Problem darstelle und gleichzeitig sage, die und die Gruppe, Organisation, die Person arbeitet an der Lösung, hat diese Lösung vielleicht auch schon umgesetzt und es gibt da Beispiele für, sind Menschen im Nachhinein viel mehr bereit, selber aktiv zu werden. Nicht nur zu spenden, sondern auch selber aktiv aufzustehen und was zu tun. Und es kreiert mehr Verständnis. Also wenn danach ein Wissenstest, wenn ich euch jetzt zwei Texte vorlesen würde, der eine ist absolute Schreckensnachricht, der andere ist Schreckensnachricht plus Lösung, vereinfacht gesagt, und ich frage euch am Ende, gebe euch einen Multiple-Choice-Test oder was auch immer und ich kann das Ganze bewerten, dann habt ihr dann mehr behalten und mehr Verständnis, als wenn das einfach nur so eine Schreckensnachricht ist. Wissenschaftlich, ich hatte es am Eingangs ja schon gesagt, wir sind alle, also das Kernteam sind alles Naturwissenschaftler, wir sind sozusagen eigentlich so von der nerdigeren Seite und versuchen uns gerade mit den ganzen Business-Geflogenheiten anzufreunden oder beziehungsweise zumindest sie zu respektieren. Ich darf mich hier nicht zu weit aus dem Fenster legen, glaube ich. Und wissenschaftlich ist bei uns einfach ganz wichtig. Also es geht jetzt nicht darum, dass irgendwelche Theorien, die vielleicht auch rumschweben und irgendwelche Halbunwahrheiten oder was auch immer, also da sind wir halt sehr, sehr allergisch drauf. Wir wissen auch, dass viele Dinge noch nicht geklärt sind. Aber wir finden es halt wichtig, immer zum Beispiel anzugeben, was unsere Quellen sind. Und das ist im Optimalfall sozusagen Primärquellen sind, also echte Studien, die gemacht wurden und nicht. Zahl wurde kopiert und am Ende weiß eigentlich keiner mehr, wo das herkam oder ob das überhaupt irgendwo herkam. Warum jetzt? Ich hatte das eingangs, ich hoffe, man kann das einigermaßen lesen, ich kann das auch gern kurz vorlesen. Das ist ein Zitat von Jeffrey Sachs. Gibt es jemanden, der Jeffrey Sachs nicht kennt? Also nicht persönlich, aber okay, Jeffrey Sachs, ganz wichtiger Name, auf jeden Fall merken. Ich hatte letztlich das Vergnügen, ihn persönlich kennenzulernen, das war toll, in Bonn auf einer Konferenz. Aber Jeffrey Sachs ist der Direktor des Earth Institute der Columbia University, ist einer der wichtigsten Berater aller möglichen Regierungen. Unter anderem hat er mittlerweile auch den Papst auf seiner Seite, der in Paris dann bei den Klimakonferenzen sprechen wird und redet mit sehr, sehr vielen wichtigen Menschen über die Dringlichkeit
der Nachhaltigkeit. Und es werden ja jetzt demnächst die SDGs nach den MDGs, also die Sustainable Development Goals, verabschiedet. Und da ist er sozusagen auch ganz, ganz tief mit im Boot drin und Initiator und Koordinator von diesem Netzwerk. Und er hat halt gesagt, the year 2015 will be our generation's greatest opportunity to move the world towards sustainable development. Und das hat er nicht einfach so gesagt, weil es ein schönes Zitat ist, sondern es ist einfach ganz wichtig. Wir stehen halt kurz vor knapp. Und es gibt halt dieses Jahr drei wichtige Treffen, zuerst die Finanzreform, also geht es einmal um die Finanzreform, da sind wir dann eher auf der ökonomischen Säule von Nachhaltigkeit, in Addis Abeba sein wird. Dann im September werden in New York die Vereinten Nationen darüber diskutieren werden, welche Ziele, also die SDGs, die ich gerade genannt habe, für eine nachhaltige Entwicklung gesetzt werden müssen. Und dann im krönenden, hoffentlich krönenden Abschluss in Paris die UN-Klimakonferenz sein wird, Ende November bis Mitte Dezember. Ja, und ich hatte ja, beziehungsweise Christoph hat versprochen, dass ich auch so ein bisschen erzähle, wie eigentlich so ein Alltag aussieht, von Großen, die ich jetzt gerade genannt habe. Ja? Ja, gern. Dann müsste ich quasi nochmal, ja, beziehungsweise ich kann es auch einfach so erzählen, ein Update pro Tag. Ich habe aber auch, wie gesagt, nachher noch Fly mit und im Internet gibt es mittlerweile eine Startseite, wo man sich das Ganze angucken kann. Die Idee ist, dass, ich komme gleich auch noch ein bisschen konkreter bei den Fragen dazu, dass es eine journalistische Plattform ist, beziehungsweise ein Online-Medium, wo Nachrichten bzw. Artikel zu zukunftsorientierten Themen veröffentlicht werden. Man hat ein Update pro Tag, wo ein Hauptartikel das Kernstück ist und dann noch einige Sachen drumherum, zum Beispiel ein Zitat des Tages, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern und das Ganze interessant zu machen und zum Lesen einzuladen. Das Ganze, und dann komme ich jetzt zurück zu den Fragen, soll finanziert werden über Crowdfunding, wurde ja eben auch schon genannt. Da runzeln dann viele Leute gerade im Journalismusbereich erstmal die Stirn. Es geht aber. Und es gibt auch Leute, die gezeigt haben, dass das geht. Und das sind nicht nur die Krautreporter, falls jemandem das ein Begriff ist in Deutschland, sondern es sind vor allem Modelle aus dem Ausland. Vor allem ein großes Projekt in den Niederlanden. Ich habe selber eine Zeit lang in den Niederlanden gelebt. Einer unserer Gründer ist auch Niederländer. Und da gibt es halt zum Beispiel ein journalistisches Projekt, das sich komplett über Mitglieder finanziert. Die haben mittlerweile über 33.000 zahlende Mitglieder. Das geht, wenn man genug Leute erreicht. Und die Idee ist halt wirklich, dass man dann komplett unabhängigen, was Unabhängigkeit bedeuten mag, kann man also sich drüber streiten, aber unabhängig eben von externen Geldgebern, unabhängig von irgendwelchen Anzeigenkunden, unabhängig von irgendwelchen politischen, religiösen oder was auch immer Drittinteressen machen kann. Und Journalisten auf einmal die Möglichkeit oder Hybride aus Journalisten und Wissenschaftlern auf einmal die Möglichkeit haben, eben sich mit Dingen länger zu beschäftigen, als sie eigentlich im täglichen Stress sozusagen machen können. Eine schöne Zahl dazu, über 60% aller Journalisten sagen an, dass sie häufig zu wenig Zeit für die Recherche haben. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das für eine Auswirkung auf die Qualität der Texte hat. Okay, ich sehe, ich muss zum Ende kommen. Aber wie gesagt, wer sich dafür noch weiter interessiert oder ich bin auch gleich noch hier, wir haben auch gleich noch eine kurze Fragenrunde. Die Idee, die ich jetzt habe, warum ich heute hier bin, ist im Prinzip, wir planen gerade diese Crowdfunding-Kampagne, die im Herbst stattfinden wird. Das heißt, wir sind ganz, ganz beschäftigt damit, unser Netzwerk aufzubauen und in diesem Netzwerk gehören, ich mag das Wort eigentlich gar nicht, aber es ist halt leider so, zu diesem Netzwerk gehören eben neben Individuen auch Universitäten, NGOs, Unternehmen. Und auch da kann man sich ja in unterschiedlichen Rollen sehen. Also jeder ist ja als Individuum aktiv oder halt auch in einem Unternehmen, einer Uni und so weiter. Und wir planen unter anderem halt auch eine Tour durch verschiedene Universitäten. Und da ist die Uni Hannover und die Organisation oder die Initiative Plurale Ökonomie oder Ökonomik eben für uns auch ein interessanter Partner. Generell aber auch jeder, der in einer Organisation oder zu einem Thema sich interessiert, wo er sagt, ja, da könnte ich das gut reinbringen oder da könnte man das gut weiter verbreiten, ist da herzlich willkommen. Und ab Herbst kann man dann auch eine Mitgliedschaft für 42 Euro, weil das ist die Lösung auf alle Fragen, wie wir wissen, erwerben. Und das sollte halt hoffentlich auch ein Preis sein, der für Studenten bezahlbar ist. Dankeschön. Gut, wir haben jetzt die Zeitplanung noch ein bisschen optimiert, damit ihr jetzt nicht ängstlich auf die Uhr schaut. Straffen das Programm ein bisschen zusammen und gehen aufs Wesentliche nochmal. Wir kommen jetzt nochmal zurück zu euch und zu eurer Ausgangsfrage und dass ihr jetzt nochmal ins Gespräch kommt und selbst nochmal überlegt. Ihr hattet darüber diskutiert, was ist das
Problem, das euch beschäftigt. Und denkt das Ganze jetzt nochmal ein Stück weiter. Und die Frage ist nämlich, was könnt ihr jetzt konkret als nächsten, als ersten kleinen Schritt tun, um gegen dieses Problem etwas zu tun oder etwas zur Lösung dieses Problems beizutragen? Ich weiß, es gibt immer ganz viele Hindernisse und Schwierigkeiten und gute Gründe, warum man jetzt gerade nicht so gut was machen kann oder warum man als Einzelperson nicht so viel erreichen kann. Aber schiebt das mal kurz beiseite. Denkt mal nur ganz kreativ an eine Lösung. Was könntet ihr tun, um das Problem, was ihr euch selbst gesetzt habt am Anfang, da einen Schritt in die richtige Richtung zu beizutragen? Da möchte ich euch nochmal kurz einladen. Dann kommt noch ein anderer Teil und dann werden wir auch pünktlich fertig werden. Also nutzt die Chance nochmal, den Austausch, diskutiert miteinander. Was könnt ihr jetzt tun? Auf geht's. Einfach ganz kurz und dann würde ich das auch gar nicht als anderen extra Teil machen, sondern einfach das aufgreifen. Diese Lösungsidee und wir laden euch einfach ein. Genau. Und dann damit weiter zu genau, und dann ja. Offen für Fragen. Ja. Ja, dann nur doch der Veranstaltungshinweis nochmal. Kommt ja noch. Genau, du sagst, das, was ihr jetzt habt, würde ich euch bitten, haltet daran fest. Genau. Weil diejenigen, die Lust haben, laden wir halt direkt ein. Genau. Aber sie diskutieren plötzlich. Ich sage, sie diskutieren. Es ist ja. Nicht so, dass sie alle müde sind. Ja. Scheint noch Power da zu sein. Was meinst du, alle auch irgendwie noch zugehört haben? Ich finde es auch, aber jetzt auch, würde ich auch noch einen Moment. Okay. Es tut mir im Herzen weh. Das war die wichtigste Diskussion von allen, leider jetzt unterbrechen müssen. Ich freue mich riesig, dass großes, lautes Gemurmel da war. Also das zeigt mir, es sind auf jeden Fall Ideen da. Und da möchten wir euch jetzt einfach zu einladen, haltet diese Idee fest. Ich weiß, das ist nur ein Aufsatzpunkt, aber in Anbetracht der Zeit. Es muss heute nicht vorbei sein. Also wer sagt, da möchte ich jetzt noch weitermachen, dann möchte ich euch noch ein paar Veranstaltungstipps geben. Das eine freut mich ganz besonders, hat mich letzte Woche auch ein bisschen überraschend erreicht. Hannover Impuls und die Gründerwerkstatt Hannover. Das sind hier lokale Akteure, die grundsätzlich Gründer und Startups fördern. Die sind heute auch hier, kann man auch mit ins Gespräch kommen. Machen am 13. Juni eine Veranstaltung. Wer sagt, okay, ich muss mal das Business-Know-how, ne? Wie mache ich so ein Startup, wie gründe ich das, wie funktioniert das heutzutage, die können sich da nochmal informieren. Dann hatte ich ja schon angesprochen, am 8. Juli der Ashoka Pep Workshop. Also das ist für mich wirklich eins zu eins die Fortsetzung von dem, was heute hier passiert ist. Da würde ich mich freuen, wenn wir die Anmeldenlisten voll bekommen. Die gehen wir gleich rum. Da haben wir auch den Reflexionsbogen, den wir eigentlich zwischendurch jetzt austeilen wollten. Das, was ihr jetzt mündlich diskutiert habt, wenn ihr möchtet, könnt ihr das auf dem Bogen noch mal ein bisschen festhalten. Gerade die letzte Frage wäre für uns interessant. Was ist das, was ihr jetzt tun könnt? Gehen wir gleich mit dem Bogen rum. Wer Lust hat und Zeit hat, trägt sich da ein. Wichtig, Ashoka Pep Workshop, Anmeldeliste, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, damit wir euch einladen können. Und wir werden im Vorfeld auch noch mal ein bisschen die Erwartungshaltung abfragen, dann per Mail, um den Workshop für euch wirklich spannend zu gestalten, dass ihr da abgeholt werdet, wo ihr gerade seid. Und dann geht es nochmal weiter von unserem Talententwickler-Netzwerk, werden wir am 21. Juli das nächste Netzwerktreffen machen. Wenn ihr mal ein paar Akteuren begegnen wollt, die schon super engagiert in Hannover sind, und ich war selbst überrascht, aber es gibt viele tolle Persönlichkeiten, Organisationen und Projekte, mit denen man in den Austausch kommen kann, wo man auch erstmal sagen kann, okay, ich mache da mal mit. Ich muss jetzt vielleicht noch nicht ein eigenes Business gründen, aber irgendwo mal was machen, das wäre was. Die können sich auch das Datum merken. Schaut auch auf unserer Facebook-Seite vorbei. Das pinnen wir gleich nochmal an. Da wird dann da auch drüber informiert. Und wenn ihr euch in die E-Mail-Liste eintragt und das für euch okay ist, dann würden wir euch auch über den Termin informieren zu näheren Details. Also dann, wenn nämlich mein Ziel erreicht, wenn wir die Listen voll bekommen, dass das heute nicht eine einmalige Veranstaltung war, sondern der Auftakt. Der Auftakt dazu, das Thema hier voranzubringen, Leute zu informieren, Leute mitzureißen. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch wiedersehe, wenn wir zusammen Projekte gestalten, wenn wir zusammen gucken, wie können wir eure Ideen voranbringen, wie können wir eure Ideen vielleicht sogar zu einem Social Business ausbauen. Das ist das, was ich machen möchte und das wird mir riesige Freude bereiten. Und
Gleich kommen wir dann in eine Gesprächsrunde, die werden wir in Anbetracht der Zeit ganz offen gestalten. Also wer um 21.30 Uhr sagt, jetzt ist es spät, ich will jetzt nach Hause, kein Problem. Ansonsten stehen Elisa, Maren und ich aber auch gerne für Fragen zur Verfügung gleich. Und wir verteilen uns einfach im Raum, ihr könnt uns ansprechen, wir kommen ganz einfach ins Gespräch. Dann kann man vielleicht auch nochmal die ein oder andere Diskussion führen. Ein Gedanke, den ich euch noch mitgeben möchte, ist der folgende. Und zwar weiß ich, dass so diese Ideen aufgreifen, zu überlegen, was kann ich jetzt tun. Es gibt super viele Gründe, die dagegen sprechen. Und wir haben alle ein bisschen Angst, und das hatte ich auch, dass wir vielleicht scheitern. Als ich im März mich hier eingeklinkt habe beim Arbeitskreis und gesagt habe, ey, das Thema interessiert mich, ich mache da mal einen Workshop zu, da wusste ich noch nicht, dass ich Elisa treffe, da wusste ich noch nicht, dass Maren sich bei mir melden würde, da wusste ich noch nicht, dass dieser Raum hier so proppevoll wird. Ich habe es aber einfach mal gemacht. Und da möchte ich euch zu einladen, euch zu trauen. Also habt keine Angst davor zu scheitern, sondern ihr solltet Angst davor haben, dass ihr euch nicht traut, auch den ersten Schritt zu gehen. Und das ist die Einladung, mit der ich euch mitnehmen möchte. Jetzt habt ihr den ersten Schritt getan, macht auch den zweiten, kommt nochmal wieder, lasst uns zusammen was machen. Und ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Einerseits für die Aufmerksamkeit, andererseits für die perfekte Organisation vom Arbeitskreis. Ich bedanke mich bei Elisa, ich bedanke mich bei Maren. Danke an euch. Und vielen Dank, hat Spaß gemacht.